Hallo Leute, ich habe mir gerade ZDF heute angeschaut. Ja, das Thema ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil es ja polarisiert. Es geht um die Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze. Und ja, da wurden zwei syrische Familien vorgestellt, die ihren Weg nach Europa suchen. Und nach eigenen Aussagen sagten diese, sie möchten nach Frankfurt oder München, Hauptsache Europa. So, jetzt ist meine Frage. Warum glauben alle Flüchtlinge, dass Europa gleich Deutschland ist? Es kann so nicht funktionieren. Und ich habe mittlerweile, Leute, ich bin kein Rassist. Ich habe auch wirklich Mitgefühl mit diesen Menschen, sofern sie aus Kriegsgründen oder Verfolgungsgründen flüchten, habe ich auch großes Mitgefühl. Aber es sind eben nicht nur Kriegsflüchtlinge, es sind auch sehr viele Wirtschaftsflüchtlinge dabei, die aus sicheren Ländern kommen und trotzdem ihren Weg nach Europa gleich Deutschland suchen, weil sie genau wissen, hier legen sie sich in ein gemachtes Bett. Ja, wir haben hier ein gut ausgebautes Sozialsystem, in dem sie sich komplett ausruhen können. Und das kann und darf so nicht sein. Und was auch nicht sein kann, ist, dass tatsächlich jeder Flüchtling denkt, Europa gleich Deutschland. Ja, wir wollen alle nach Deutschland. Ja, weil Frau Merkel eben ihr Versprechen 2016 gegeben hat, wir kümmern uns um alle. Es kann es nicht sein. Ja, ich sehe es nicht mehr ein und genau das ist eigentlich auch dieser Verdruss, den die deutsche Bevölkerung mittlerweile hat. Und genau das ist nämlich auch der Grund, warum es immer mehr Rechtspopulisten in Anführungszeichen oder Rechtswähler gibt. Ja? Genau das ist der Grund. Ja? Und das ist doch Irrsinn. Ja, die Leute sagen nicht, wir wollen nach Frankreich, wir wollen nach Italien, wir wollen nach Portugal, wir wollen nach, keine Ahnung, ja. Nein, ich höre immer nur, wir wollen nach Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bitte, bitte, bitte hinterlasst mal einen Kommentar. Ja, dafür gibt es die Kommentarfunktion, wie ihr das seht. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, mich kotzt es mittlerweile an. Es kotzt mich wirklich an, dass jeder glaubt, Deutschland ist das Sammelbecken aller, die gar keine Lust mehr haben, in ihrer Heimat zu sein. Ja, also, ja, nein, ich reg mich gerade ziemlich auf und es wäre schön, wenn ihr mir da auch mal ein kleines Feedback gebt. Bin ich jetzt auf dem Holzweg? Ja, also das hier ist meine Heimat und ich sehe es nicht ein, dass meine Heimat von Menschen überschwemmt wird, die ganz einfach sich ganz einfach sagen, nö, wir wollen nach Deutschland, weil da gibt es ein tolles Sozialsystem, da müssen wir gar nichts mehr machen, da kriegen wir Zucker in den Arsch geblasen. Na, und das hat nichts mit einem rechten Gedanken zu tun. Sorry, Leute, ja, also es geht wie gesagt nicht um Kriegsflüchtlinge, es geht um Wirtschaftsflüchtlinge. Und die Grenze vor Griechenland ist voll mit diesen Wirtschaftsflüchtlingen. Glaubt's mir. Ja, also, okay. Schreibt mal einfach, was ihr drüber denkt und versteht mich nicht falsch, aber ich denke, jeder Mensch gehört in seine Heimat, ja, und sollte schauen, dass er seine Heimat auch wieder aufgebaut bekommt, wenn die kaputt ist. Das haben wir
oder das haben unsere Großeltern, Urgroßeltern nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hier auch gemacht, hier unsere Trümmerfrauen. Da kamen auch keine Syrer oder Nigerianer hier rüber und haben gesagt, ey, passt mal auf, ja, wir räumen da mal den Schutt weg und helfen euch, eure Häuser aufzubauen. Nee, das haben wir selber gemacht, ja. Und deswegen, ich bin da, das hört sich jetzt krass an, aber es ist eben meine Meinung. Es ist meine Meinung, Entschuldigung, ja. Und, ja, schreibt eure Meinung. Ihr könnt's verstehen oder nicht, das ist mir im Endeffekt Jacke wie Hose. Ich wollte es nochmal loswerden, weil die Situation, die jetzt momentan da abgeht, und vor allem, jetzt sollen diese Kinder, die total ausgemergelt und körperlich komplett im Arsch sind, ja, weil sie da eben so lange den Naturgewalten ausgesetzt waren. Jetzt will Deutschland natürlich diese Flüchtlingskinder aufnehmen, wo sich bei uns gerade der Coronavirus ausbreitet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir holen diese ausgemergelten Kinder nach Deutschland und die sterben uns hier wegen Corona weg. Sag mal, Leute, tickt ihr noch sauber? Ja? Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Ja? Dazu könnt ihr euch auch mal eure Meinung schreiben, ja. Also, nee, ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es nicht mehr. Okay, in diesem Sinne, ciao.